Jane ist 26 und zieht im August nach Nottingham wegen ihres neuen Jobs in der Personalabteilung von Cobco. Sie mietet eine neue Wohnung in Lace Market, hübsch möbliert und in etwa so groß wie ein Schuhkarton. Als Jane einzieht, findet sie einen Brief des Energieversorgers Elektra, aber weil sie so viel zu tun hat, kommt sie erst nach einem Monat dazu, ihn anzuschauen. Es stellt sich heraus, dass ihre Wohnung über ein Energieüberwachungssystem verfügt, das Elektra mit detaillierten Echtzeitinformationen über ihren Energieverbrauch informiert. Jane hätte einen Energieplan auswählen sollen, als sie eingezogen ist. Da sie das versäumt hat, hat ihr Elektra den teuren Standardtarif zugeteilt. Als Jane daraufhin bei Elektra anruft, wird ihr auf Basis ihres Verbrauchs ein besserer Plan empfohlen. Der Mann am Telefon scheint mehr über Janes Lebensstil zu wissen als sie selber. Für einen kurzen Moment schämt sie sich dafür, nicht jeden Tag geduscht zu haben. Wegen des teuren Umzugs entscheidet sie sich für einen Tarif, der einen niedrigen Verbrauch vorsieht und der, sofern sie innerhalb der Verbrauchsziele bleibt, dementsprechend günstig ist. Anfang Oktober fallen die Temperaturen. Es scheint, als entweiche die Heizungswärme fast vollständig aus dem Apartment. Jane friert ununterbrochen. Sie dreht die Heizung hoch und damit steigt auch ihr Energieverbrauch. Am Ende des Monats erhält sie einen Brief von Elektra, da sie ihren derzeitigen Plan nicht einhält. Es werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Jane entscheidet sich für den Energiemanagement-Gizmo von Elektra, ein Tablet-Gerät, das mit dem Energieüberwachungssystem in ihrer Wohnung verbunden ist und mit Hilfe einer animierten Figur Energieratschläge gibt. Im Laufe der nächsten Monate versucht Jane, Gizmos Ratschlägen zu folgen. Trotzdem ist es noch oft nervig. Zum Beispiel, wenn sie ihre neue Bluse zur Arbeit anziehen möchte, aber Gizmo die Stirn runzelt, wenn sie um 8 Uhr morgens den Trockner anstellen möchte. Am Ende trägt sie das gleiche Outfit wie am Tag vorher und hofft, dass es niemand bemerkt. Trotz ihrer Anstrengungen wird sie regelmäßig von Gizmos Forderungen überrascht. Und da diese davon abhängen, was alle anderen zu dem Zeitpunkt tun, sind sie nicht immer vorhersehbar. Außerdem erscheint es ihr nicht besonders umweltfreundlich, dass Gizmo sie zum Verbrauch von Energie auffordert, nur weil der Strom gerade günstig ist. Mitte November wird Janes Büro vom Zentrum an den Stadtrand verlegt, dort, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel halten. Also muss sie sich ein Auto zulegen, das dank der Steuern und Gebühren ein Vermögen kosten wird. Außer sie entscheidet sich für ein Elektrofahrzeug. Mit den staatlichen Zuschüssen und einem Kredit kann sie sich das Auto gerade so leisten. Sie kauft sich eines, das mit ihrem Energieplan verbunden ist und für das sie deshalb die Zeiten festlegen muss, in denen sie es nutzen möchte. Außerhalb der Nutzungsstunden wird Elektra die Autobatterie nicht nur als Speicher für überschüssige Energie, sondern auch als Energiequelle bei Spitzenlast nutzen. Infolgedessen ist die Batterie leer, als Jane ein paar Wochen darauf versucht, wegen einer wichtigen Deadline samstags ins Büro zu fahren. Sie hat keine andere Wahl, als den Bus zu nehmen und die letzten 20 Minuten in der Kälte zu Fuß zurückzulegen. Im Januar übernachtet ihr neuer Freund Kev immer öfter bei ihr. Im Gegensatz zu Jane ist Gizmo davon nicht sehr begeistert. Allein, dass sich jetzt zwei Personen in der Wohnung aufhalten, lässt den Verbrauch steigen. Hinzu kommt, dass Kev kein Fan langwieriger Planungen ist, geschweige denn einer kleinen grünen Katze, die ihm erklärt, was er wann machen soll. In den folgenden Wochen runzelt Gizmo sehr oft die Stirn und als Elektra einen Brief schickt, dass Jane ihre Verbrauchsgrenzen überschreitet, streiten sie und Kev. Der Mann von der Elektra-Hotline schlägt vor, dass Kev seinen eigenen Energieplan von zu Hause mitbringen könnte und ihn mit Janes zusammenlegt. Kev stimmt zu, allerdings erst nach einem weiteren Streit. Am Ende des Monats muss Kev nun 2 Rechnungen bezahlen. Dies führt erneut zu einer Auseinandersetzung. Daraufhin kündigt Kev den gemeinsamen Energieplan und beginnt mehr und mehr Abende in der Kneipe zu verbringen. Dort wird wenigstens sein Energieverbrauch nicht so akribisch überwacht. Und Jane fragt sich, ob ihr die Einhaltung eines Energieplans diesen ganzen Stress wirklich wert ist.